Wenn in Eichwald-Krummhardt die Sonnenblumen in voller Blüte stehen, ist das Goldgelb-Festival nicht mehr fern. Seit Donnerstagabend ist es nun soweit. Die viertägige Party auf dem Sonnenblumenfeld an der Panoramastraße ist in vollem Gange. Wie die Pressesprecherin des Festivals, Anita Geier, erklärte, begannen die Vorbereitungen bereits im Juni des vergangenen Jahres. Vor allem das Bühnenprogramm nimmt jeweils viel Zeit in Anspruch. Da müssen die Bands ausgewählt werden, die Musikrichtungen sollen zueinander passen und der zeitliche Ablauf muss stimmen. Kurz vor dem Start des Festivals wird das Sonnenblumenfeld gestaltet. Die Idee zum Goldgelb-Festival entstand übrigens gemäß der Pressechefin im Jahr 2002 während eines Urlaubs in Österreich. Dort gab es einen ähnlichen Anlass und dieser sollte in der Folge auch in Krummhardt realisiert werden. Seit 2003 findet das Goldgelb-Festival nun alle 2 Jahre statt und zieht Besucher aus nah und fern an. Wir waren am Freitagnachmittag mit der Kamera am Festival dabei und haben uns unter die unzähligen Kinder, Eltern und Großeltern gemischt. Ein paar Schritte vom riesigen Sonnenblumenfeld entfernt steht der Wasserturm und dort hatten die Mitglieder des Kulturvereins Krummhardt mit dem Waldkindergarten eine Spielstraße aufgebaut. Selbst Tierliebhaber kamen nicht zu kurz. Nur unweit der Spielstraße liegt der Neuwiesenhof der Familie Fetzer. Auf dem Neuwiesenhof gab es genügend schattige Plätze, um sich von den vielen Eindrücken des Spielnachmittags zu erholen. Punkt 17 Uhr wechselte die rote Ampel am Eingang des Festivalgeländes auf grün und die Besucher konnten sich die besten Plätze unter dem großen Zeltdach ergattern. Trotz der herannahenden und dunklen Gewitterwolken, die sich kurz darauf in strömenden Regen ergossen, zog auch der Freitagabend hunderte Besucher zum Goldgelb-Festival nach Eichwald-Krummhardt an. Für den heutigen Samstag ist Reggae-Musik angesagt. Denn Ridden Pose spielen und Jimmy Kernett bringt Blues und Southern Rock. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst und findet mit dem Auftritt der schwäbischen Rockband Krach Musikhof seinen Höhepunkt. Der Ausklang der viertägigen Party im Sonnenblumenfeld ist am Montagabend. Da kommen Pink Floyd-Liebhaber auf ihre Kosten, denn die Pink Floyd-Tributband gibt das Abschlusskonzert des diesjährigen Goldgelb-Festivals.